So, grüße euch herzlich willkommen. Ich möchte mich zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Uwe Knietsch. Ich habe also in Sachsen seit 1978, also ganz an den Anfängen von Schwager zu Pflugscharen, damals hieß es noch Kirchen, Friedenswoche, und dann wurde da die Friedensdekade draus und dann später wurde das Schwager zu Pflugscharen. Und wir haben dann die vielen Jahre die Plakate gemacht und die Friedensbewegung vorbereitet. Zunächst erstmal in der evangelischen Landeskirche, wurde auch viel von damaligen Jungen Männerwerk betreut. Jetzt heißt es Christlicher Verein Junger Menschen, und erst sehr spät haben wir erfahren, dass dieser Verein durch den CVJM freimaurerisch unterwandert war. Und da haben wir uns dann davon gelöst, haben uns also nur in der evangelischen Kirche erstmal bewegt. Dann haben wir festgestellt, dass die Landessynode ein Geheimabkommen mit der Freimaurerei getroffen hat, dass man dort auch wieder die Freimaurer in die Kirchensynode reingebracht hat. Dann gab es von 2000 bis 2004 die großen Kirchenaustritte, wo die Leute gesagt haben, also wenn wir hier schon spenden und machen und tun, dann wollen wir mit den Freimaurern nichts zu tun haben. Da gab es einen großen Bruch. Und 2004 haben wir dann gesagt, okay, wir setzen das Werk fort, weil wir hatten es ja fast, den Kirchenstatus uns ersessen. Weil Schwager zu Pflugscharen hat nach 30 Jahren Kirchenrecht. Also wenn eine Gemeinde sich abspaltet von der großen, dann erbt sie sozusagen nach 30 Jahren das Kirchenrecht und ist eigenständig, kann also auch Siegelrechte benutzen. Ne? Und die Siegelrechte gelten dann, als wäre sie von Anfang an vorhanden gewesen. Und das ist natürlich eine Sache, die man wegen 4 Jahren nie aufgibt. Also während 2008 werden die Siegelrechte weggebrochen, hätten wir uns einfach aufgelöst. Und da das Ziel noch nicht erreicht war, eine volle Souveränität in Deutschland, haben wir gesagt, wir machen das einfach weiter. Ich will mal gucken, ob die Kamera richtig läuft. Ja, so tut's. Und dann kam es dazu, dass wir uns entscheiden müssen, was machen wir denn außerhalb unserer Schützenburg. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt mal Kurse wahr. Kamerakurse haben wir besucht, haben also erste und zweite Ausbildung vom freiberuflichen Kameramann gemacht, haben uns mit Sendetechnik befasst, haben Probeaufnahmen gemacht. Eine Aufnahme lief da auch im Sachsenfernsehen, aber das hat uns nicht befriedigt, weil wir immer nur Sachen machen konnten, die systemkonform waren, also den schönen Schein bewahren. Und es ist auch so, dass es heute noch viele wollen, dass es anheimelnd ist und alles, was da also so die Harmonie stört, wo man sich so wohl fühlt, also das Auto ist da, das Haus ist da, die Frau ist da, die Kinder sind da, und dann haben wir da eine Konfirmation, dann haben wir dieses, also das typische Familienleben, was ich also teils kannte, teils auch vermisse, weil es eben damals zu einschneidenden Erlebnissen kam, wo ich also noch ein Kind war, also eine schlimme Vergewaltigung erleiden musste von älteren Jungen, deren Eltern in der SED waren, und das hat man also vertuscht, und das hat diesen Knacks in mir ausgelöst. Also wie kann ein Polizeier auf immer die schwere Straftat nicht mehr verfolgen? Und ich habe das damals nicht verstanden, warum politische Einflüsse immer eine Rolle spielen, wenn jemand eine Straftat begangen hat. Und das hat mich dann weiter begleitet. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, nee, dann will ich in der Friedensbewegung mitarbeiten. Und da war das große Thema Wehrdienstverweigerung. Und da bin ich dann sozusagen zu den Bausoldaten gekommen. Bin also dann 89 in der letzten Baukompanie gewesen. Und da hatte dann die Stasi versucht, mir mein Augenlicht zu nehmen. Hat es also ein Arzt noch in letzter Minute verhindert. Und wollten auch eine tödliche Injektion setzen, das hat der Arzt auch verhindert. Und also sehr bewahrt worden. Und dann kam ich sozusagen in den Chemiebetrieb rein. Und weil ich 3 Tage später kam als der andere, weil ich erst noch die ganze medizinische Untersuchung machen musste, weil der Arzt das alles blockiert hat, ein Glück, sonst wäre ich heute gelähmt oder hätte also schweren Augenschaden. Und da kam ich 3 Tage später, wo die ganzen Mistjobs alle schon vergeben waren, und ich wurde dann dort Elektriker. Der hatte zwar noch kein Werkzeug, aber das haben sie dann auch besucht. Und dort habe ich erstmal gemerkt, was Bewahrung ist. Und ich habe das damals nicht verstanden, warum müssen die anderen also im Ruß arbeiten und andere im schlimmen am Hochofen. Und ich habe den Job als Elektriker gekriegt. Und ich denke mal, dass es damit zusammenhängt, dass mein Augenlicht und auch das, was ich machen soll, nicht dadurch in Gefahr kommt. Und da habe ich eine Bewahrung erlebt. Ich habe es einfach so für mich angenommen, ich habe mich vor nichts gedrückt. Aber es war die Situation. Und so ist es auch bei allen, die sich bewegen. Viele fragen mich, warum hast du denn keine Angst? Da kann doch die Stasi kommen und da kann der Verfassungsschutz kommen und die können dich doch zusammenprügeln. Ich habe den 3. oder 4. Mordanschlag schon überlebt, einfach weil ich immer zur richtigen Zeit am falschen Ort war. Und da war der Unfall woanders, das Auto abgebrannt, und wir haben jetzt 4-mal das Auto abgebrannt.
wo wir nicht wissen, was in den elektrischen Schaden oder nicht. Einmal habe ich selber miterlebt, da haben wir gerade noch mit der letzten Kohle erlöschen können. Und das zufällig war dann einer noch, hatten gerade Blumen gegossen, war Wasser immer in der Nähe. Also es sind lauter solche Bewahrungssituationen, wo man merkt, ja, es ist so ein Segensfluss da. Also das, was du machst, ist richtig. Und da habe ich dann immer den festen Willen gehabt, ich lasse mir von dem System keine Angst einjagen. Das Schlimmste, was einem passieren kann, dass man durch die Angst oder durch die Hilflosigkeit fair zu gehen, gelähmt wird in dem, was man will und das, was man erreichen will. Und eine wichtige Message ist, dass man einfach aufhören muss zu fragen, was kann ich denn tun oder wer könnte mich denn anleiten, sondern man muss sich einfach fragen, wo ist der Mangel und wo muss ich hingehen oder was muss ich machen, um den Mangel zu beheben. Und der große Mangel, den wir heute haben, ist, dass der eine das weiß, der andere das weiß, es findet kein Wissensabgleich dran. Und die meinen, alles zu wissen, die laufen so mit den Scheuklappen durch die Welt und nehmen auch die Argumentationen, die dagegen sprechen, nicht an oder tun es prüfen. Deswegen sage ich immer, prüfe, das Gute behaltet. Also wenn ihr von jemandem das hört, das soll was Gutes sein, dann heißt das nicht, behaltet alles, prüfet nur das Gute, sondern alles prüfen. Auch das, wo man meint, das ist in Ordnung. Immer wieder prüfen, ist das in Ordnung? Wo kommt es her und was trägt es aus? Wichtig ist, zu prüfen, wo kommt die Sache her. Also wenn ich merke, es ist eine Reichskanzlerei am Laufen, da will jemand große Autos fahren, da will jemand beim Staatsempfang auf dem roten Teppich laufen, da will jemand von allen geachtet werden und so weiter. Er will also nicht dienen, ein Minister heißt dann dienen, ich diene dem Volk, sondern da will das ist der Haus Minister und dann machen alle den Bückling. Das ist aber nicht das, was Bismarck und auch der Kaiser Wilhelm II., wie die ihre Aufgabe verstanden haben. Und das ist auch die Krux, was viele Reichskanzler, wo ich immer sage, die gibt es im Sixpack billiger, vorhaben und was uns auch nicht weiterbringt. Und zwar aus folgendem Grund. Bestes Beispiel ist Brasilien. Brasilien hat einen Staat und eine Verwaltung parallel. Manche Staaten sind reine Firmen, im Überblick. Manche Staaten sind wirklich Staaten, Gottesstaaten, zum Beispiel Iran. Und dann gibt es eben die eine günstige Sache gefahren. Die haben gesagt, wir haben eine Firma, die macht die reine Verwaltung. Die stellt Fahrerlaubnisse aus, die stellt Bebauungspläne, die Beamten stempeln, die Steuern einführen, also gucken, ob alle ihre Steuern bezahlt haben. Ordnungsverbrechen macht dann natürlich eine Polizei, aber die ganze Verwaltungsgeschichte macht eine Firma. So gut, aber die Regierung macht die Regierungsgeschäfte. Wir werden ja seit 100 Jahren gar nicht regiert. Wir werden nur geplündert und empfinden also die schnelle Plünderung als Anteilnahme an unserem Elend in unserem Volk. Also wir empfinden, dass wenn wir geplündert werden, dass der Staat sich endlich mal für uns interessiert. Aber das ist doch keine Regierung. Regierung ist, dass das Volk sagt, wo ist der Mangel im Volk und diesen Mangel abstellt. Das ist Regierung. Und mit weisen und maßvollen Maßnahmen regiert. Und das kann ich die letzten 100 Jahre erkennen. Und der Letzte, der das gemacht hat, war der Kaiser Wilhelm II. Auch Hitler, sagen viele, ja, das war der große Führer. Kann man zum Teil ja sagen, aber kann man auch teilweise widerlegen. Was hat er Gutes gemacht? Er hat die Weimarer Republik weggesägt. Denn alles, was anders war, als das Schlechte der Weimarer Republik, war erstmal gut. Und das hat die Leute natürlich gepusht. Und da haben die gesagt, der Führer macht das, die Arbeitslosigkeit war weg, was auch immer. Aber es war natürlich auch eine Kriegsvorbereitung. War nicht ohne Grund, weil er wusste ja, dass an der russisch-polnischen Grenze der Stalin Panzer baut. Und zwar im großen Maßstab und hat dafür Geld aus England gekriegt. Und da standen also sozusagen an der polnischen Grenze alles voller Panzer, halb fertig. Und das ist natürlich eine Bedrohung, wenn man weiß, dass die Kredite nur deswegen gekommen sind, damit Stalin Deutschland überfällt, also erst Polen und dann Deutschland. Hätte der Hitler an der polnisch-russischen Grenze Stopp gemacht, oder sagen wir mal 200 Kilometer davor, sich hingestellt und hätte gewartet, was passiert, dann hätte er die Panzer halt kommen lassen und dann wäre er immer mit dem Hubschrauber oder was auch immer, was er da zur Verfügung hat, immer drüber geflogen und hätte die Stahllieferung entgegengenommen. Das hätte ich gemacht an seiner Stelle. Aber es ist eben nicht so gekommen, er wollte eben nach Russland rein, hat den Winterkrieg gemacht, im Zwei-Fronten-Krieg das Ding verloren. Und da sagen viele, warum hat er es denn gemacht? Warum hat er denn überhaupt den Versailler Vertrag erfüllt? Und warum hätte er nicht erfüllen brauchen? Der Versailler Vertrag war vom Verweser nicht unterschrieben. Der Kaiser hat nicht gewollt, dass der Versailler Vertrag erfüllt wird. Der Krieg war ja nicht deswegen verloren, weil sie schlecht gekämpft hatten oder weil sie keine Munition hatten, sondern weil er verraten wurde. Und zwar hauptsächlich von den Leuten, die aus der SPD kamen. Die nämlich versucht haben, einen Verweser zu installieren, damit der Verweser den Versailler Vertrag unterschreibt. Und das hat das eigentliche Unglück verursacht, weil nämlich durch die Erfüllung des Versailler Vertrags das ganze Deutsche Reich in eine übelste Schuldenkrise reingekommen ist. Und wäre der Hitler die Lösung gewesen für unser Land,
Dann hätte er den Versailler Vertrag nicht erfüllt, hätte das einfach weggesägt und hätte das Kaiserreich wiederhergestellt. Hat er aber nicht gemacht. Er hat nämlich die Weimarer Republik fortgesetzt. Also hat im Prinzip das Leiden immer so verlängert. So, und deswegen habe ich eine andere Sicht auf Hitler. Ich sage mir, das ist eine historische Persönlichkeit. Er hat drei Viertel richtig gemacht und ein Viertel falsch. Und viele tun das eine Viertel nämlich ignorieren, wo er dem deutschen Volk geschadet hat. Durch den Russlandfeldkrieg, durch Geschäfte mit der City of London und Frankreich, mit dem ganzen Geldtransfer und mit möglicherweise Hintergrundgesprächen, was wir heute noch gar nicht wissen, weil wir viele Sachen gar nicht reingucken konnten. Aber hätte man zu jener Zeit irgendjemand finden können, der die Krise der Weimarer Republik hätte besser lösen können? Da sagen die Engländer und die Amerikaner, nö, das Beste, was den Deutschen passieren kann, war er. Aber er hat das unser Problem nicht gelöst. Er hat nämlich das Problem nicht gelöst, dass unser Staat verloren gegangen ist. Am 27.10.1918 war die letzte Möglichkeit, irgendwas Staatliches zu reißen. Und da hat die Weimarer Republik sozusagen Max von Baden vorne herangeschoben, machen wir hier einen Verweser und ordnen mal die Staatsgeschäfte und setzen mal die Reichskanzler ein. Da kommen nämlich das erste Mal die Reichskanzler raus. Das sind die Geschäftsführer, ich soll sagen, dass der Firma oder des Firmenkonstruktes Weimarer Republik, Schwarz-Rot-Gold, die sozusagen aus uns, aus der natürlichen Person, eine Handelsware, Sachen machen. So, und deswegen ist die in Richtung gekommen, weil die heute verstehen sich als Rechtsnachfolger der Weimarer Republik. Auch Hitler hat keinen neuen Staat gegründet. Er hätte es machen können, aber da hätte er beim Wahl vom Ermächtigungsgesetz die Wahl nochmal wiederholen müssen. Das hat er nicht gemacht. Er hat es einfach laufen lassen, weil er gesagt hat, wenn ich hier aufstehe und die SA denkt, ich bin abtrünnig geworden, dann nieten sie mich um. Also lass ich es mal laufen, wenn es keiner merkt. So, und deswegen ist also die Ermächtigung zur Funktion des Verwesers an dem Tag nicht passiert. Das heißt, das Staatsangehörigkeitsgesetz ist ungültig zustande gekommen. Die ganzen anderen 17 Gesetze, die die Bundesrepublik fortführt, auch ungültig. Weil nur ein Verweser darf Gesetze ändern. Alle anderen haben sie zu befolgen. Auch die Bundesrepublik kann kein Gesetz ändern, weil es ist nie eine kaiserliche Wahl passiert seit 1956. Kaiserliche Wahl heißt, alle männlichen Russlanddeutschen über 26 Jahre sind wahlberechtigt, die Frauen sind nicht wahlberechtigt. Das gab es im Kaiserreich nicht, weil die Frauen mit 1 oder 2% Anteil an der Politik interessiert waren, sonst hatten sie sich um den Haushalt gekümmert. Und die wollten natürlich nicht, dass jemand aus dem Gefühl heraus in der Politik mitmacht. Das ist ein Verständnis, was uns 100 Jahre zurückversetzt emotional, wo viele auch nicht damit klarkommen. Aber ich habe einfach mal bei mir auf die Homepage geguckt und habe gesagt, wie viel Prozent Frauen interessieren sich für politische Themen, wie viel Prozent Männer. Und da komme ich auf 8% Frauen. Eine erhebliche Steigerung, aber es ist eben nicht die Hälfte. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir eine Verweserwahl hin, ohne dass uns die Frauenbewegung den Hals weghaut? Indem man einfach sagt, wenn ihr denn nicht wählt, werden euch die Bodenrechte weggenommen. Und die nächste Geschichte ist, die Mediendiktatur führt dazu, dass sie alle, die versuchen, den Staat wiederherzustellen, verteufeln. Wir werden aus allen kleine Hitler geschnitzt. So, das ist er. So, und dann kannst du nicht mehr wirken, weil die ganze Atmosphäre, die Sache sauber zu diskutieren, einfach vergiftet ist. Die Frau Merkel ist einfach nur daran interessiert, dass das Leiden, also das Ausbluten über den Versailler Vertrag, den wir ja immer noch erfüllen, weil auch der Zweite Weltkrieg ist nur die Fortsetzung des Ersten, immer weiterläuft. Und wir immer eine Schuld eingeredet haben, die man noch vermuten kann, wo ich aber sage, ich war da nicht geboren, ich kann das nicht beurteilen, ich war nicht dabei, ich habe kein Foto gemacht, ich kann einfach nur vermuten. So, und da muss ich mich nicht mit den Leuten anlegen, ich muss nichts bestreiten, ich lasse es einfach laufen. Weil das ist eine einzige Frage, die man nicht beantworten kann, weil man die Archive nicht reingucken kann. Die Hälfte der Zeit ist um. So, also was machen wir damit? Ich sage, der kritische Pfad, das ist das, was wir angucken müssen. Welche Frist ist die, die am brennendsten und am wichtigsten ist? Ich meine, das ist der Ablauf der Bodenrechte. Denn hast du keinen Boden mehr, ist das Haus nichts mehr wert, was draufsteht. Hast du keinen souveränen Staat mehr, müssen die paar Bürgerrechte, die du denkst, dass du hast, auch noch wegsägen. Das ist eine einfache Nummer. Es sind noch zwei Sachen, die noch nicht geklärt sind, um die neue Weltordnung durchzuführen. Alle Leute in einem Dorf zu chippen, ist eine Sache der Organisation und Einsatz der Bundeswehr. Zufahrtsstraßen abzuriegeln, einfach an jeder Autobahnabfahrt Wachen aufzustellen, da ist das Gebiet relativ schnell überwachbar. Wir sind alle gechippt und schon haben wir die neue Weltordnung, die wir nie wollten. Aber wir haben ja eine Demokratie, weil alle haben ja die Kusche gehalten. Und ein paar wenige haben gesagt, machen wir jetzt. Weil keiner die Möglichkeit hatte, die Gefahren zu erkennen und zu wirken. Und aus dem Grund, denke ich, ist es die wichtigste Aufgabe, erstmal ein Mediensprachrohr zu schaffen. Und da haben wir uns überlegt, wie könnte man denn das machen?
Da habe ich mich daran erinnert, dass wir vor ungefähr 10 Jahren mal davon angefangen hatten, noch vor den Zeiten von Bibel-TV, wollten wir mal ein christliches Fernsehen machen, um die Lügen der Kirchen aufzudecken. Weil die Kirche ist ja auch nicht gerade der Quell der Weisheit, weil Jesus ist nun mal nicht zu Ostern auferstanden, sondern zu Passa und zu Weihnachten auch nicht geboren worden, sondern zum Laubhüttenfest. Das weiß man. Das weiß man seit 10 Jahren, als das mal einer herausgefunden hat. Einfach, indem man mal wirklich gelesen hat, das steht nur nicht da. So, und das wollten wir mal machen. Wir wollten auch, dass dieser Kirchenstaat aufhört, sondern dass eine wirklich lebendige Gemeinde wird. Aber was ist? Die Gemeinde hat sich nicht bewegt. Wir haben das Projekt gemacht, wir haben es 10 Jahre laufen lassen, wir haben Energie reingesteckt und haben die gesagt, nö, das haben wir Bibel TV, jetzt legen wir uns wieder schlafen. So, was haben sie gemacht? Bibel TV ist auch wieder freimaurig unterwandert, haben wir den ganzen Käse wieder vorne. Nichts weitergegangen. So, was wir also brauchen, wäre zum Beispiel, dass wir sagen, wie groß ist das Wutbürgerpotenzial von Deutschland? Ich schätze mal, dass es zwischen 2 Millionen und 15 Millionen irgendeine Zahl dazwischen ist. Vielleicht sagen wir auch, es sind mehr. Wenn man so rumhört, ist die Hälfte mit der Politik von Merkel unzufrieden und die Hälfte ist noch damit zufrieden, weil sie die wirklichen Hintergründe des Systems nicht verstehen. Die würden vielleicht schon nochmal die Hälfte umfallen. Also wenn wir auch nur 2 Millionen dafür begeistern könnten, mal einmalig 5 Euro zu spenden, um den Sender zu installieren, der erstmal das Geschichtsbild des Kaiserreichs und das, was danach passiert ist, zurecht, gerade rückt, also erstmal Wissen vermittelt, was war denn wirklich los, wer hat uns denn eigentlich verraten von 1955 bis heute? Was ist denn mit der ersten Bundestagswahl los gewesen? Warum ist denn da eine Listenwahl passiert, obwohl im Grundgesetz steht, es gibt nur direkte unmittelbare Wahlen. Wir haben bis jetzt heute noch keine gehabt. Die Bundesrepublik hat nicht eine einzige Wahl produziert, die hätte bewirkt, dass der Oberste in unserem Staat Gesetze ausfertigen darf. Gauck müsste als Verweser gewählt werden, wenn er die Gesetze unterzeichnet. An ihm hing ja der ESM angeblich. Aber Gauck ist ja vom Volk nie gewählt worden. Ich habe nie einen Wahlzettel gesehen, wo ich hätte einen Gauck ankreuzen können. Ich hätte ihn mit Sicherheit auch nicht gewählt, weil ich ihn nicht für einen integren Menschen halte, nicht mal für einen Pastor. Also ich hätte ihn gefeuert, wenn ich Papst wäre. Dann würde ich keine Sekunde zögern. Weil der Mann einfach unser Volk mehrfach hintergangen hat. Und nicht nur beim ESM, wo früher schon. Und er wusste genau, dass die Staatsangehörigkeit, deutsche Staatsangehörigkeit niemand haben kann. Die kann man nicht haben, weil der Hitler das Gesetz hätte gar nicht machen dürfen, weil er kein Verweser war. Und der Kaiser hat es nicht gewollt. Der Kaiser hat gesagt, ein bürgerlicher Tod findet nicht statt. Also bürgerlicher Tod heißt, dass der Richter dich als eine Sache ansieht und dich behandelt wie Treibgut. Sodass du das, was dich beim Gericht bewegt, überhaupt nicht vortragen kannst und du den Eindruck hast, als ob der Staatsanwalt und der Rechtsanwalt sich gar nicht mit dir befassen, sondern es bei denen einfach nur um ein Handelsgeschäft geht. Wo es darum geht, wie kriegen wir Dreier, der Richter, Staatsanwalt und Richter, Richter, Staatsanwalt und der eigentliche Anwalt, sich so einig werden, dass alle Dreier gut davon verdienen und du im Prinzip nie an deine Rechte kommst, die dir zustehen. Der Friede sagt, ich habe doch das Grundgesetz, ich habe schon meine Grundrechte. Ja, wenn es in Kraft getreten ist, gucken wir mal nach, ob es so ist. Wenn ich in Artikel 146 Grundgesetz reinguck, steht da drin, dieses Gesetz tritt in Deutschland in den Grenzen Deutschlands in Kraft, wenn die Verfassung in freiem Willen beschlossen wurde, so ähnlich steht drin. Wenn sich das deutsche Volk die Verfassung gibt. Ja, also auf jeden Fall Deutschland. Und das Zauberwort, an dem. Ja, genau. Man kann es mal vorlesen. Dankeschön. Oh, ich habe mich jetzt nicht auf so 146 vorbereitet. Das ist auch sehr klein geschrieben. Ja, also, auf jeden Fall zu, dass man das Inkrafttreten der Grenzen von Deutschland, da muss man überlegen, was Deutschland, Chefgesetz 52 ist Deutschland definiert, sind die Grenzen vom 31.12.1937. 37, was sind wir denn da? Die Grenzen von Deutschland. Bis zum Zeitpunkt, also Chefgesetz 1937 bestanden hat. So, genau. Und da sind wir in der zeitlichen Schranke nach dem Versailler Vertrag, weil Hitler hat den Versailler Vertrag erfüllt, weil die Weimarer Republik hat ihn unterschrieben. Ist aber auch kein Verweser gewesen. Das heißt, wir müssten, wenn das Grundgesetz in Kraft tritt, Versailler Vertrag erfüllen, müssten die Gebiete abtreten. Aber die Gebiete abtreten können wir doch nur, wenn wir die HLKO umgehen. Und da klemmt nämlich die Geschichte. Nun hat natürlich einer mal gefragt, gilt denn die HLKO? Und da kam am 25.01.2016 ein folgenschweres Schreiben raus, wonach das Bundespräsidialamt zugestanden hat, die Haager Landkriegsordnung gilt. Wenn die Haager Landkriegsordnung gilt, dann ist es so, dass zuerst mal das Landesrecht eingesetzt wurde. Da muss man sich überlegen, welches Landesrecht gilt denn? Das gilt das Landesrecht, wo die Haager Landkriegsordnung das erste Mal in Kraft getreten ist. Also mit Beginn des Ersten Weltkriegs. Zu dem Zeitpunkt waren wir eine Monarchie.
Dann habe ich sozusagen den Zauberstab, blub, und da ist die, der Zustand, den ich da habe, wo die Heilige in Kraft tritt, genau die kaiserliche Monarchie gewesen, und die legt sich so lange schlafen, bis wir einen Friedensvertrag haben. Also was haben wir da? Haben wir heute eine parlamentarische Demokratie? Nein, wir stehen immer noch im Kaiserreich mit einer eingeschlafenen Prinzessin. Und ich hoffe mal, dass es nicht merkt. So, das heißt, wir haben den Reststand vom 27.10.1918. Und da streiten sich viele mit mir, warum ich dieses Datum gewählt habe. Da habe ich gesagt, du musst doch das Datum wählen vor dem Krieg. Ich sage, wieso muss ich denn das? Die Haager Landbegründung sagte einfach nur, dass wenn ein Land besetzt wird, wenn es wirklich besetzt wird, dass die Gesetze des Landes gelten. Also der Zustand vor der Besatzung wird eingefroren und dann läuft das weiter. Solange wie der Kaiser noch eine Einflussmöglichkeit hat auf diesen Staat, ist der Staat ja noch intakt. Er ist zwar nicht souverän, aber er kann noch Gesetze machen. Und die ganzen Verfügungen, die der Kaiser gemacht hat, sind ja bis zum 27.10.1918 ja noch intakt. Kann man auch nichts dagegen sagen. Am 28.10. war es nicht so der Fall, weil wir dort haben wir dann die Reichskanzler, dann haben wir die Weimarer Republik und dann haben wir das Ausplündern und so weiter. Das ist nicht staatlich. So, nun fragt man sich, warum, wenn die Bundesrepublik so ein großartiger Rechtsstaat ist, warum hat sie denn keine staatlichen Symbole? Warum ist denn in Sachsen das Freistaatenlogo drauf und nicht der Königreich Sachsen-Logo? Weil das ist ja der Staat. Ja, wenn der eingefroren wird, Beginn des Weltkriegs, und der Kaiser sich vorbehalten hat, den Krieg selber zu beenden, also läuft er noch, weil wir haben noch keinen Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg. Wir haben nur einen Friedensvertrag zwischen Kaiser und dem Zar, beziehungsweise deren Nachfolgeorganisation nach dem Putsch von Lenin. Denn die haben ja den Vertrag dann nur unterschrieben, weil sie sonst alle verhungert werden. Deswegen hieß der Friedensvertrag von Brest-Litovsk der Brotfrieden. Also beide Parteien werden an dem nicht zustande kommen des Brest-Litovsker Friedensvertrag jämmerlich verfroren und verhungert. So, aber das ist ja schon was Gutes, dass sie gemacht haben. Und dieser Friedensvertrag sichert zu, dass wenn das russische Zarenreich wieder ersteht, also wenn die Duma sich sozusagen auflöst und der eigentliche russische Staat wieder ersteht, muss der Deutschland in den Grenzen von 1914 bewahren und wiederherstellen. Das heißt, Österreich-Ungarn ist wieder da und Deutschland in den Grenzen von 1914 wieder da. Wir müssen uns überlegen, welche Grenzen hatte Russland 1914? Die gingen sehr weit ans Deutsche Reich ran. Und jenseits der polnischen Grenze geht das Deutsche Reich los. Also wird der Polen sich entscheiden müssen, wo wollen sie denn hin. Und bis heutigen Datum wissen die Polen nämlich noch nicht, dass sie auch die Bodenrechte verlieren. Und die bewegen sich auch nicht, weil die denken, Polen bleibt Polen. Aber genau dann, wenn der Friedensvertrag kommt, wird das Gebiet nämlich wieder geteilt. Und dann müssen sie sich entscheiden, wollen sie denn nur russisch werden und sich mit Ukrainer rumärgern oder wollen sie zum Deutschen Reich gehören durch Beitritt und mit Österreich, Ungarn und Schweiz zusammen ein großes Wirtschaftsgebiet aufbauen. Die Frage haben sich die Polen noch nicht gestellt. Eine ähnliche Geschichte ist Tschechien und Böhmen. Die gehören alle zu Österreich-Ungarn. Das sind ungefähr wie Bundesstaaten ein bisschen größer gefasst. So, wir haben dann noch die Sorben, die noch mit dazugehören, als sprachliche, sprachliche Besonderheit der Region Kamenz und Görlitz ist ja so ein Einzugsgebiet. Die gehören noch mit dazu. Die waren auch zu Kaiserszeiten hier schon immer da. Warum sollen sie denn nicht auch ordentliches Geld haben? Und der Kaiser hatte ja Mark, nicht D-Mark. Ja, der denkt, dass D-Mark wiederkommt beim Friedensschluss, ist nicht so. Ach, nur Mark. Die Frage ist, wie die Mark dann aussieht, ob man die alten Noten nehmen muss, weil sie nicht gerade fälschungssicher ist. Es ist aber eine Entscheidung, die der Verweser treffen muss. Der Verweser muss sagen, wie der Staat heißt, wo die Grenzen liegen, welche Verwaltungsvorschriften gilt. Und die Verwaltungsvorschrift, das ist das, was er dem Reichskanzler überlassen kann. Aber der wird durch Bestimmung ernannt. Deswegen hat es keinen Sinn, dass ich Reichskanzler selbst ernenne und sage, stellen wir uns erstmal zwei, drei Autos hin, dann schreibe ich dort Reichskanzler ran und dann gebe ich mir selber den Posten des Reichspostministers, des Reichsfinanzministers, des Reichspsychologieministers und so weiter und setze das alles fort. Es ist Selbstermächtigung. Sondern der Staat funktioniert so, dass der Verweser sagt, du machst das. Du hast dich die letzten 30 Jahre darum gekümmert, wie man sowas aufbauen könnte. Warum soll man da jemanden nehmen, der sich gerne als Reichskanzler sieht, aber es eben auch machen muss? Aber er darf es nicht durch Selbstermächtigung, sondern durch Ernennung. Und da sehe ich momentan keinen von den 30 Reichskanzlern, die wir haben, der wirklich sich damit befassen würde, wie man die Souveränität des Landes wiederherstellen kann. Und die drehen sich alle in ihren Kreisen und haben also schon alles durchgewählt und auch schon Gesetze erlassen und schon Todesurteile und so weiter. Aber haben das System und wie der Staat aufgebaut ist, überhaupt noch nicht bedacht und verstanden. Der Vertreter des Staates ist der Kaiser und in seiner Abwesenheit der Verweser. Und der Verweser muss vom Volk in direkter Wahl gewählt werden. Und die direkte Wahl ist nur organisierbar, wenn du eine Medienpräsenz hast, dass du den Leuten erklären kannst, wie gewählt wird und warum wir das so wählen müssen. Und die Aufgabe, das ist das, was wir schultern müssen.
Ich hoffe mal, dass ihr erstmal verstanden habt, wo die Problematik ist und dass es nicht darauf ankommt, welchen Reichskanzler rennen wir denn nur hinterher. Sondern wir müssen gucken, wo ist der Mangel in meinem Gebiet, was kann ich hier tun, wie kann ich hier eine Kasse machen, dass wir für diesen Sender mal sammeln, hier in Kamenz, in Görlitz, in Leipzig, in Dresden, nördlich von Berlin und so weiter. Muss ich das organisieren? Nö. Da ich jedem zutraue, dass er selber sehen kann, wo der Mangel ist. Die wissen doch, wo die schönen Gaststätten sind, wo man sich mal treffen kann und wo man das Thema ausdiskutieren kann. Sollen sie es doch organisieren. Und dann sollen sie ihn wählen, einen Kassenwart oder was immer, der das sammelt. Und dann kommen wir an jedem Tag zusammen und bauen den Sender auf. Aber nicht in Deutschland, sondern außerhalb. Weil ich möchte die Helden der Nacht nicht jeden Tag vorm Durchstehen haben. Ja, dann nehmen sie doch das Ding weg. Also man muss es in den Außengrenzen machen, innerhalb von Grenzen von 1914 oder direkt im europäischen Ausland. Aber in deutscher Sprache auf dem Astra, das ist jeder, der eine Satellitenanlage hat, empfangen kann. Und dann bist du erstmal aus der wenig wahrnehmbaren Atmosphäre von YouTube raus. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn 45 Klicks in einem Video habe. Ist es dann so. Ich mache nur meine Aufgabe. Ich sehe mein Gebiet, was ich leisten kann, was ich in einer gewissen Zeit fertig kriege. Und da versuche ich, keine Fehler zu machen. Ich kann ja alles leisten. Aber ich weiß, dass andere wie ich ticken. Und die in Dresden sitzen oder in Berlin sitzen und genau wissen, der Knietsch hat das und das gesagt, müssen wir mal prüfen, ob das stimmt. Und dann werden die sagen, na, der hat recht oder der hat nicht recht. Und wenn der nicht recht hat, dann können die mich ja anschreiben und dann kann ich gucken, ist es so oder ist es nicht so. So, und dann kann man sich sozusagen einen Wissensabgleich machen und kann alle auf den gleichen Level bringen. Und dann muss keiner der wichtigste Mann des Abends sein, sondern ich mache einfach nur einen Vortrag, stehe mit dem Vortrag und dann ist wieder gut. Und dann bin ich wieder einer von euch. Denn ein richtiger Hauptmann, der schläft bei seiner Truppe. Der schläft nicht im Schloss, der schläft bei seiner Truppe und der verbringt eine Nacht auch mitten unter den Feinden. Und das ist das, was viele Reichskanzler an mir vergessen. So, ich denke, ich mache auch mal eine Pause und dann muss das Video nochmal starten. Ja.